Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, sonntags morgens im Morgengebet singen wir einen Antwortgesang aus dem langen Psalm 119. Darin heißt es: Neige mein Herz deinen Geboten zu, damit sie nicht das Abgründige, das Wahnsinnige, das Eitle sehen. Mach mich lebendig durch dein Wort. Das ist aus der alten monastischen Tradition, und wenn ich richtig sehe, hat dieser Antwortgesang die Liturgiereform nicht ganz überstanden. Wir singen ihn hier noch. Es hat nicht nur eine tiefe Bedeutung im Hinblick auf den Sonntag als den ersten Tag der Woche, den Tag der Neuschöpfung und den Tag der Auferstehung, sondern ich finde, dieses Wort ist eine wunderbare Brücke zwischen dem anspruchsvollen Evangelium, das wir gehört haben, und dem, dass wir an diesem Sonntag Erntedank feiern. Denn zunächst macht es deutlich, worin unsere Dankbarkeit und wofür sie sein soll, worin sie bestehen soll. Ich weiß, wir diskutieren im Moment viel, und zumindest die Kirchenzeitungen sind ja voll davon, dass die Kirche sich anpassen muss mit ihrer Moral, vor allen Dingen mit ihrer Sexualmoral. Die einen sagen, ach, das ist alles viel zu idealistisch gedacht, das ist alles realitätsfern, das ist alles von gestern. Andere sind ängstlich, was denn da alles kommt, wenn man einmal die Bremse lockert, wie das denn werden soll. Hier wird Gebot, das auf Jesus zurückgeht, wir haben das eben gehört, immer als Eingrenzung, als Hindernis, als Last gesehen. Das ist sehr merkwürdig. Unser Psalm, den wir da morgens zitieren, sagt es anders. Dein Wort, dein Gebot ist überhaupt erst die Ermöglichung, dass ich in rechter Weise leben kann. Also wir können einmal kurz uns kontrollieren. Ich weiß, hoffentlich haben wir Grund zur Dankbarkeit für dies oder das. Aber wann waren wir als Christen zum letzten Mal bewusst dankbar für das Wort, das Christus uns schenkt und sagt? Es ist alles irgendwie selbstverständlich. Das sind Texte, das sind dann alte Texte, das sind dann zeitbedingte Texte, hören wir dann, die wir mehr oder weniger offen oder stillschweigend entsorgen. Ich kann mich gut an eine Diskussion erinnern mit einem evangelischen Kollegen, der mir dann erklärte, ja, diese Aussagen Jesu, die sind zeitbedingt, das geht nur darum, die Frau zu schützen. Das ist mir ein bisschen wenig für Leute, die ansonsten auf ihre Fahnen schreiben, allein die Heilige Schrift ist Grundlage für unseren Glauben. Ja, da bleibt ja am Ende nichts mehr. Wenn immer das, was jeweils gerade nicht passt, was ein bisschen unangenehm gerade entsorgt wird, kommt auf die Sondermülldeponie. Und die ist inzwischen, was die Heilige Schrift angeht, ziemlich groß geworden. Aber, liebe Schwestern und Brüder, diese Worte Gottes sind, wie Jesus sagt, Geist und Leben. Sie sind deshalb langlebig und widerstandsfähig. Sie werden alle Zeitläufe überstehen, ich bin ganz sicher. Also Dankbarkeit für das Gebot Jesu, weniger die Last darin zu sehen und den Anspruch, sondern zu sagen, gut, dass ich dieses Wort hören darf, dass es mir geschenkt wird, dass es eine Richtung meinem Leben gibt, eine Orientierung. Denn wir kommen nochmal auf die aktuelle Diskussion zurück. Was ist dieser ganze Missbrauchssumpf? Zumindest wir als Christen müssen sagen, es ist eine direkte Missachtung der Gebote Gottes. Und es ist auch eine Missachtung der kirchlichen Sexualmoral, die auf diesen Geboten gründet. Jetzt die logische Forderung zu stellen, wir müssen die Sexualmoral ändern. Ich las die Tage die Bemerkung, und sie ist sehr zutreffend. Das ist eine Verhöhnung der Opfer und eine Verhöhnung der Betroffenen. Und das ist es wirklich. Wenn sich alle an die Spielregeln gehalten hätten,
die auf die Gebote Gottes zurückgehen, hätten wir diesen Mist nicht. Aber wir haben ihn. Warum? Weil wir Menschen sind. Jede und jeder von uns ist nicht frei von kleinem oder größerem Mist, mit Verlaub gesagt. Wir haben diese Abgründe in uns. Aber als Christen überlassen wir uns nicht diesen Abgründen, sondern diese Abgründe werden eingegrenzt und eingefriedet durch das Gebot Gottes. Das ist die unglaubliche Chance. Ich weiß, Sie werden sagen, ach, der hat gut reden. Wenn der erst mal 30 Jahre verheiratet wäre, dann wüsste der auch, was ungefähr los ist. Ich sehe, Sie verstehen mich. Aber ich verstehe Sie auch. Es kommt sicher der Punkt, etwa in einer Ehe, wo man das Ganze als Last empfindet oder sich manchmal im stillen Kämmerlein fragt, wie konnte ich nur? Wäre es nicht viel besser, wenn ich jetzt frei wäre? Oder wie uns die Werbung in der Stadt immer, neu.de. Da gucken Sie vielleicht mal ein bisschen im Internet. Ah, gibt so tolle Frauen, es gibt so verständnisvolle Männer. Jeder ist besser, der Erstbeste, nur nicht der Alte, den ich zu Hause habe. Ja, mag sein. Aber schauen Sie doch mal rechts und links. Offenbar sind wir umgeben von glücklichen Menschen, die permanent ihre Beziehungen lösen. Ich sehe die gar nicht, ich kann die gar nicht erkennen. Es tut mir leid, es mag sein, dass Sie sagen, Sie haben einen ziemlich eingeschränkten Horizont. Lasse ich mir gerne sagen. Ich bin auch für Gegenbeispiele gerne zu haben und bin dankbar, wenn Sie mir die nennen. Es mag sogar das eine oder andere geben. Aber die Ermöglichung von Freiheit liegt in der Bindung. Das gilt übrigens auch, ich könnte das auch fürs Priestertum sagen, oder für Ordensleute. Da ist jede andere Gemeinschaft wahnsinnig toll, nur die eigene nicht. Und jedes andere Bistum ist unglaublich, unbeschreiblich, was die Priester da alles dürfen, nur das eigene eben nicht. Es ist immer woanders, es ist immer toll. Das ist die Urversuchung des Paradieses. Aber sie führt zu nichts. Das sind die Abgründe, von denen der Psalm singt, liebe Schwestern und Brüder. Das Gebot Gottes zu halten, und das ist nicht einfach nur eine Entscheidung, die man an irgendeinem schönen, sonnigen Tag in einer lichtdurchfluteten Kirche mit schönen Liedern trifft, sondern die muss jeden Tag neu gewonnen werden und erbeten werden. Und sie beginnt mit der Dankbarkeit. Ich darf dein Wort wissen. Ich darf dein Gebot kennen, das mir überhaupt erst den Weg zum Leben ermöglicht. Ob wir nicht alle, egal in welcher Lebenssituation wir sind, einmal diesen Weg versuchen sollten, den Morgen zu beginnen mit einer tiefen Dankbarkeit und nicht nur heute am Erntedankfest, wo wir ja auch, wir nehmen das in unserem Breiten selbstverständlich hin, dass wir satt zu essen haben, auch dort noch einmal genau hinschauen. Aber es geht nicht nur, wie Benedikt XVI. Zu Recht betont hat, gerade bei einer großen Ansprache in unserem Land, nicht nur um die Ökologie der Natur und der Schöpfung, sondern der ganzen Schöpfung. Es geht auch um die Ökologie des Menschen. Was entspricht dem Menschen? Was bringt ihn zur Entfaltung? Was bringt ihn wirklich zum Leben? Und wenn man die Heilige Schrift liest, dann kann man sehen, auf den ersten Seiten, wir haben das in der ersten Lesung gehört, das, was dem Menschen entspricht, ist die Bindung von Mann und Frau. Eine verlässliche Bindung, von der wir Christen sagen, sie bildet die Bindung Gottes an sein geliebtes Volk ab. Sie ist unerschütterlich, sie ist treu. Nichts kommt dazwischen. Gott lässt sich in seiner, wenn man so will, vernarrten Liebe zu seinem Volk nicht abbringen. Selbst wenn es Krisen gibt, selbst wenn es Abfall gibt. Das ist doch das, wenn wir das Alte Testament lesen. Was lesen wir denn da? Natürlich. Wir lesen von Ehekrisen. Wir lesen von lüsternen Männern wie David, der auf dem Balkon steht und einer Frau beim Baden zusieht und er will sie anschließend im Bett haben. Das verschweigt die Bibel nicht. Aber sie verschweigt auch nicht, dass es Ehebruch ist. Dass es Sünde ist, dass David sich bekehren muss, dass er erfahren muss, wenn er gegen das Gebot Gottes handelt, was er sich dann einhandelt, das Leben verunmöglicht wird.
Dieses Kind, so sagt es, das Königsbuch stirbt. Es hat keine Zukunft. Viele Dinge, die wir nachlesen können, wo Israel nicht dankbar ist für das Gebot Gottes, das Wort Gottes, das es eigentlich besingt. Was sagen die Propheten? Wozu sind sie aufgetreten? Warum hört ihr nicht? Wir könnten heute ergänzen, warum seid ihr nicht dankbar? Und wer sagt uns eigentlich, dass eine Kirche, die nicht mehr auf das Gebot Gottes hört, nicht ebenso zum Scheitern verurteilt ist? Gott, liebe Schwestern und Brüder, das bin ich ganz sicher, lässt nicht mit sich spaßen. Das ist nicht ein Wort, eine Devise, eine Parole, die man irgendwie in die Welt setzt und die am nächsten Tag wie auf Twitter dann gelöscht wird. Gottes Wort ist Christus selber. Er ist Mensch geworden, um es uns so verständlich wie möglich zu sagen. Wir haben es eben wieder gehört. Und die Frage an uns ist, wie wir damit umgehen und wie wir es aufnehmen, heißt letztlich, wie wir ihn aufnehmen. Indem wir alles besser wissen oder indem wir als ersten Schritt für ihn das, was er uns sagt, damit unser Leben gelingt, zutiefst dankbar sind.